Wow. Komm schon, geh einfach kaputt. Explodiere bitte. Dankeschön. Jetzt will ich nochmal da hoch und ich will den nochmal einsetzen. Das kann doch nicht wahr sein, dass da einfach mal nichts passiert. Wie kann man denn sich so einen Scheißdreck dafür interessieren, für das, was ich tue? Herrgott nochmal. Ansonsten muss ich nochmal reingehen. Vielleicht hat sich da drin ja auch irgendwas geändert. Also in der Sphinx selbst. Also nicht von vorne, ne, sondern hier von da, wo ich jetzt gerade stehe. Also Sprungknopf drücken wäre jetzt nicht unbedingt verkehrt. Das war übrigens sehr galant, muss ich sagen. Ja, das passt schon wieder nicht. Mein Gott, was ist denn los? Hast du keine Lust mehr zu springen oder was? Ich finde das gerade einfach nur sehr verwirrend. Dankeschön, mein Gott. Dass die einfach nur irgendwie so... Das war so eine ganz gute Position, von der ich abgesprungen bin. Schräg. So, die Tür da unten bleibt aber definitiv zu, ne? Hab ich richtig verstanden, Spiel. Sieht für mich so aus, ja. Scheiße, ey. Ich habe genau das gleiche nochmal gemacht. Sie ist trotzdem tot. Ha! Also, das ist so lächerlich, Mann. Ich bin auch lächerlich, was ich hier tue. Jetzt kommt gerade ein bisschen Verzweiflung durch. Das ist das Problem bei mir jetzt gerade, was ich habe. Okay. Das brauche ich jetzt nicht rausschneiden. Die eine Minute da, die überlebt ihr schon. Dafür lief die Aufnahme heute eh schon viel zu gut. Aber ein Level ganz gut geschafft eigentlich. Und hier kann man ja eigentlich... Also, wie schätzt man das jetzt nicht unbedingt leicht... direkt herauszufinden, Bereiche, in die wir jetzt gelangt sind. Ich verstehe da trotzdem nicht. Komm. Ach so. Shit. Da hat er schon auf mich gewartet, die Sau. Ich glaub's ja nicht. Okay, ich brauche ein Medipack. Verflucht. Man kann sagen, explodier einfach und gut ist. So. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Oder aber natürlich, es kann sein, hey, wenn wir da oben das Ding reintun, dass sich auch in der Sphinx selbst, hier und da noch eine Tür öffnet. Das wäre natürlich cool, wenn ich dann irgendwie an den Skarabäus rankäme, den reintun könnte und sich dann die Sphinx jetzt endlich komplett öffnet. So, ich wollte eigentlich so rummachen. Genau. Sodom und Gomorra! So, okay. Gleich machen wir es entspannter. Den Abgang. Aber das sieht für mich so aus, als würde ich da direkt runterrutschen. Aber es ist zu steil, deswegen rutscht sie nicht. Deswegen fällt sie einfach nur. Wobei mir es jetzt gar nicht so hoch vorkommt. Ich habe gedacht, ich hätte schon schlimmere Sachen überlebt. Aber das liegt wohl an mir. Das liegt wohl an mir. Ist okay, ist okay. Ja, ich weiß, dass da nichts passiert. Ist gut. Ups. Wow, wow, wow. Da wäre es fast schon wieder passiert. Okay. Ist hier das Dingens, wo ich klettern kann? Nein. Wo ist das denn hier? Bin ich gerade doof? Moment, ich versuche halt einfach gerade irgendwie runterzukommen, ohne dass ich direkt runterfalle. Ja, es ist okay so. Okay, das Ank ist drin. Daddy, das. Okay. Dann gehen wir mal wieder rein, würde ich sagen. Ach so, alles kacke, echt. Oh, okay, es ist doch tiefer als gedacht. Oder es sah gerade nur so aus. Wow, ist das tief. Komm ich hier überhaupt mal wieder rein? Ja, komm ich, gut. Oder habe ich hier drin vielleicht irgendwo einen Schalter übersehen? Das kann doch nicht sein, ey. Mann, Mann, Mann. Irgendwas anderes, das einfach offensichtlich ist. Hm. Ist da vielleicht was offen? Hm? Fände ich toll, fände ich toll. Ja. Verdammt, ey. Das ist ein Medipack. Oh.
Das natürlich, das geht halt auch noch. Ah, Mann, oh. Wie komme ich da hin? Natürlich von vorne, klar. Aber ich krieg die Kacktür auf. Ah, Mann. Wahrscheinlich muss ich wirklich erstmal durch die obere Tür oder so. Oder ich muss dann irgendwie durch die obere Tür das Level beenden. Keine Ahnung, ey. Ah, ich weiß doch nichts hier gerade. Oh, ist das frustrierend gerade, Mann, oh. Ich weiß, es sah so gut aus, dass würde ich das Level hier noch schaffen. Wobei ich natürlich keine Ahnung habe, was mich hier überhaupt noch erwartet, alles in dem Level. Aber das sah für mich im ersten Moment danach aus. Und jetzt werden meine ganzen Träume einfach zerborsten. Wie Granit unter einem Vorschlaghammer. Was für ein toller Vergleich. Kletter. Lara. Danke. Okay. Ja, dann müssen wir mal weiter gucken, würde ich sagen. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass da hinten so noch irgendwie Sachen waren. Glaube ich. Ja, komm. Rutsch einmal schön runter. Rutsch einmal schön runter. Danke. Moment. Scheiße. Da kommen wir doch hoch. Natürlich kommen wir da hoch, wenn wir da runterrutschen. Oh! Moment! Was ist denn hier passiert? War es vorher auch schon so? Nee, oder? Das glaube ich eigentlich nicht. Das wäre mir doch... Oder ich war vorher wirklich komplett blind. Ich frage mich nur, wenn wir da jetzt drauf sind, was uns das bringt. Das weiß ich jetzt gerade ziemlich selbst noch nicht. Also ich will auf jeden Fall dahin. Weil ich kann mir vorstellen, dass da auf der Säule was ist. Deswegen forschen wir doch einfach mal den Weg. Kleine Felsen. Toll. Oh. Kommt man da hoch? Das sieht so abgeschlossen aus. Ne, da kommt man leider auch nicht hin. Ah, da oben zum Beispiel. Ah, es gibt noch so viele Wege, die ich noch machen muss. Oh, sehr gut. Die beschleunigt so beim Sprung, das finde ich toll, wirklich. Beste Fähigkeit in der Videospielgeschichte. Beschleunigung. Mehr. Was ist das da oben? Was ist das? Was ist das? Hm? Spiel? Das sieht interessant aus. Es ist eine Falle. Sehr interessant, Dennis, sehr interessant. Okay. Okay, okay, okay. Also das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, wo wir gerade sind. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir das ein oder andere Mal verrecken werden. So, okay. Da ist ein Schalter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lass mich mich freuen und sag es nicht wieder. Dennis kriegt wieder einen Orgasmus. So, okay. Das heißt, Achtung, Dennis, Falle. Speicher... Oh mein Gott. Alter, ist das gut. Alter, ist das gut. Okay, ich bin wieder zuversichtlich. Ich bin wieder sehr zuversichtlich. Oh mein Gott. Gnäher sind Bomb. Eigentlich ist die Falle ja nicht so schwierig zu umgehen. Eigentlich alle Fallen bisher gingen klar. Also dieses Guillotine-Pendel, die Pfeile, okay. Die machen jetzt glücklicherweise nicht so den Monsterschaden. Wobei sie aber auch nicht zu unterschätzen sind. Diese komischen Wände hier, die wir gerade gesehen haben. Hui! Da war tatsächlich eine Lücke. Oh mein Gott, ich bin auf Verdacht hingesprungen. So, und jetzt bitte, bitte irgendwas öffnen. Irgendwas Schönes. Oh, ich muss jetzt... Alter. Das ist ja jetzt wohl nicht... Das ist wohl nicht dein Ernst, oder? Ja, komm, ich mach das lieber auf die coole Tour. Ah! Die war echt cool, die Tür, ne? Vor allem, weil ich in der Luft gestorben bin. Interessant. Ach, fuck it. Oh, ne, egal, egal. War ja glücklicherweise ein Speicherpunkt. Ich hätte es bereut, wenn da keiner gewesen wäre. Ich gesagt, Dennis, Jung, geh doch einfach den langen Weg wieder zurück. Aber so geht's ja auch. Brabam, brabam. Gut, das war jetzt sehr geschickt von mir. Die Ladezeiten sind ja zum Glück nicht so groß.
und nicht so lang. Das finde ich echt beispielhaft. Da können sich heutzutage Spiele einiges von abschneiden. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber das Projekt ist ja auch lang. Von daher darf ich mich wiederholen. Okay. Ich schätze, wir sind so ungefähr bei Part, ich weiß nicht, 48 oder so. 48, 49. Das ist aufgegangen! Ich bin dagegen gelaufen, hallo? Eine Beule, ja, aber doch nicht den Tod. Oder ist das irgendwie mit sofort wirkendem Gift versehen? Oh. Habe ich gerade gesagt, es ist eigentlich leichter durchzurennen. Warum habe ich jetzt so Schwierigkeiten? Kann mir das bitte jemand erklären? Das ist wahrscheinlich schon jetzt wieder, weil ich jetzt wieder so lange aufnehme. Moment, einen Schritt noch nach vorne. So, mein Gott, geht doch. Le Medi de Pecke. So, Achtung, Dennis, hier war irgendwo eine Lücke, ne? Fall da nicht rein. Da vorne, okay. So, Moment. Machen wir mal hier lieber auf Nummer sicher. Ja! Okay. Ich würde sagen, da machen wir jetzt auch mal einen Standsprung. Ah, wir müssen den ganzen Kackletterscheiß wieder machen, ey. Keinen Bock drauf. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es nicht reichen wird. Okay. Huh. Zielst du überhaupt? Ja, jetzt zielst du. Okay. Beschieß mich ruhig. Beschieß mich ruhig. Nicht landen! Ja, toll. Super. Ich bin auch tot. Fuck! Ja, komm. Ist gut. Ja. Ja, aber ich habe den auch noch mit dem Tod gerissen. Habe ich gut gemacht. Mir geht's spitze, mir geht's gut. Ja, ja. Mich umklammert nur so langsam der Wahnsinn. Was vielleicht verständlich sein könnte. Egal, egal, egal. Komm. Bram, bam, bam. Bram, bam, bam. Moment, ich geh nochmal ein Stückchen näher so ran. So. Ich schaff's genau immer da stehen zu bleiben. Das finde ich super. Ich hänge schon viel zu lange in dieser Kacke. Mann. Also gerade, ich meine, hier ist ja nicht mal was Schwieriges dabei. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja, was mich hier so fertig macht. Wenn es schwierig wäre, gut, alles klar, bin dabei. Es ist nicht schwierig. Weil ich jetzt aber gerade selbst nicht unbedingt die Ahnung habe, wie ich von da hinten... Hui, wie ich von hier am besten wieder zurückkomme. Ob es jetzt hier irgendeine Abkürzung gibt oder so? Oder ob ich jetzt zurückspringen muss? Okay, man kann auch langsam laufen werden. Das ist gut. Super, alles klar. Hast du echt top gemacht, Lara. Ich bin stolz auf dir. Ah, okay, doch. Das war gar nicht mal so schlecht. Risiko! Das heißt, ich kann den ganzen... Ich kann jetzt wirklich tatsächlich den ganzen Kletterscheiß normal machen. Okay, gut, alles klar. Ja gut, was kann ich denn dann sonst noch erzählen in der Zeit? Das dauert jetzt ein paar Momentchen. Donkey Kong Country Tropical Freeze geht jetzt auch bald weiter. Also bis ihr das Video seht, lasst mich mal kurz nachdenken. Ja, bis dahin müssen die Parts eigentlich schon wahrscheinlich hochgeladen sein. Aber wir, also Kevin und ich haben es endlich mal wieder geschafft, einen Termin zu finden. Wir streben das eigentlich an bei der nächsten Aufnahme, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme übermorgen sein wird. Wir streben an, das Spiel zu beenden. Haben aber keine Ahnung, was uns erwartet. Und wie viel uns überhaupt noch erwartet. Das wissen wir beide nicht. Aber wir haben ein bisschen Zeit. Also, wir machen ja keinen 100%-Run. Von daher ist das echt okay. Also, die Ziele sind nicht zu hoch gesteckt, auf keinen Fall. Ist aber auch mit uns immer ein bisschen unpraktisch, weil wir halt. Wir wohnen zwar irgendwo in der Nähe, also aber immer noch geschmeidige, keine Ahnung, 40 Kilometer oder. Ach, das ist noch mehr als 40 Kilometer, die wir auseinander wohnen. Und ich halt berufstätig bin und er halt Student und ich Wochenends meistens keine Zeit habe, weil wegen Fernbeziehung und so. Ja, das könnte dann schon immer ein bisschen kritisch werden, dann einen Termin zu finden. Und deswegen machen wir die ganzen Donkey Kong Spiele zwar, aber keins auf 100%, weil dafür bräuchten wir einfach zu viele Termine. Ja, und auf jeden Fall, ich wurde recht häufig danach gefragt. Also ich wusste nicht, dass das Projekt so gefragt war. Was mich natürlich freut, Hilfe. Ich freue mich, dass immer, wenn ich irgendwas mache, was euch dann doch gefällt. Aber der Kevin hatte die Idee gehabt. Von daher, das Lob gilt nicht mir, sondern dem Kevin.
Ich will ja keine fremden Lorbeeren ernten hier. Wobei, ich muss ja auch sagen, das habe ich ja schon bei Tropical Freeze gesagt, ich bin von dem Spiel ein bisschen enttäuscht, dafür, dass es die nächste Konsolengeneration ist, bietet das für mich im Gegensatz zu Donkey Kong Country Returns zu wenig Neuerung und zu wenig, ich will jetzt nicht sagen Abwechslung,